Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Persona 4 Golden. Wir sind vom Gasthaus Amagi zurückgekehrt, haben ja da in der letzten Folge genächtigt mit unseren Freunden und auch noch ein bisschen Spaß gehabt, wie man es möchte. Mal schauen, weil am Sonntag das Kulturfest stattfand, hast du heute frei. Du hast keine Spuren und musst abwarten, wie sich der Fall weiterentwickelt. Was möchtest du heute tun? Ja, mal gucken. Es ist Yosuke. Gott sei Dank. Ich wusste, du gehst ran. Du hast doch heute Zeit, oder? Kannst du mir hier helfen? Ich flehe dich an. Yosuke klingt völlig aufgelöst. Ja, er ist unser Freund und natürlich. Natürlich werden wir ihm helfen. Heute geht bei Juness der Halloween-Markt los, aber wir sind noch längst nicht fertig. Wir haben die Deko, aber ich finde den Abteilungsleiter nicht. Ich weiß nicht, wen ich um Hilfe bitten soll. Außer dir ist mir niemand eingefallen. Bitte, ich flehe dich an. Okay. Du hast was gut, Partner. Ja. Ich werde ihn dran erinnern. Okay, wir sehen uns beim Food Court. Alles klar. Yosuke hat aufgelegt, du solltest zu Juness gehen. Mal gucken, ob wir der Einzige sind. Juness Food Court, ihr legt euch ins Zeug, um alles rechtzeitig vorzubereiten. Ich glaube, da schalten wir jetzt auch wieder neue Kostüme frei. Ah, mir tut der Rücken weh. Aber ich bin endlich fertig. Du bist zu langsam. Du bist ganz schön schnell. Ich bin auch fertig. Perfektes Timing. Wir sind echt wie eine gut geölte Maschine, oder? Aber Alter. Das Kostüm steht dir echt gut. Sieht so natürlich aus, dass man denkt, es wären deine Alltagsklamotten. Überlass alles ruhig mir, davon war nie die Rede, du solltest auch eins tragen. Klar, ich lege meines an, wenn es losgeht. Ich würde das sonst nie von dir verlangen. Jedenfalls hast du mir das Leben gerettet, danke. Andererseits ist er ja auch noch hier. Oh. Sieht aus, als hätte er richtig Spaß. Der ist jetzt wohl unser Maskottchen. Hä? Hey, Yosuke-kun, was ist denn hier los? Da bist du ja. Das ist die Dekoration für den Halloween-Markt. Hä? Komm schon, Yosuke-kun. Den haben wir doch vor Ewigkeiten abgesagt. Was? Hm, ich dachte, du wärst damals bei dem Morgen-Meeting dabei gewesen, als das entschieden wurde. Naja, vielleicht warst du noch etwas groggy, weil es so früh war. Also räumt das bitte wieder weg. Na toll. Gut. Ist aber geworden. Wart ihr zwei das ganz alleine? Wenn ihr so schuftet, hätten wir den Markt vielleicht doch veranstalten sollen. Na toll. Guck mich nicht so an. Du machst es nur noch schlimmer. Yosuke hat sich entschuldigt und dir ein kleines Dankeschön gegeben. Dann bist du nach Hause gegangen. Es sind die Halloween-Kostüme, die jetzt nicht mehr gebraucht werden. Halloween-Kostüme erhalten. Sehr schön. Können wir dann in den Dungeons anziehen? Heute ist es kalt. Ja, der Wind pfeift auch richtig. Und jetzt zu unserem nächsten Bericht. Die Gesellschaft für Umweltschutz hat an einer örtlichen Grundschule die Auswirkungen des Nebels untersucht. In Inaba tritt in den letzten Jahren ungewöhnlich oft dichter Nebel auf. Die Ursache ist nicht bekannt. Es wurde viel über den Hintergrund des Nebels spekuliert. Viele sind besorgt, wie er sich auf die Menschen auswirkt. Vertreter der Stadt halten es für extrem unwahrscheinlich, dass der Nebel schädlich ist. Ein Sprecher sagte, die Sorgen würden wohl größtenteils auf der allgemeinen Unruhe aufgrund der Mordfälle basieren. Der Umweltschützer Kosei besuchte die örtliche Grundschule, um die Auswirkungen des Nebels zu studieren. Er befragte die Kinder, die fröhlich im Nebel spielten, zu ihrer Gesundheit und ihrem Gemütszustand. Oh, der Mann war in meiner Schule.
Oh. Ich ahne ja jetzt Schlimmes, ne? Anschließend gab Kosei eine Erklärung ab. Man muss heutzutage auf die kleinsten Änderungen in der Umgebung achten und politisch darauf reagieren. Ich habe heute mit einer jungen Schülerin gesprochen, die ganz frei ihre eigene Meinung kundgetan hat. Davon können wir Erwachsenen uns eine Scheibe abschneiden. Unsere Hauptsorge sollte es sein, die Zukunft unserer Kinder zu beschützen. Damit beendete Kosei seine Erklärung. Die versammelten Eltern applaudierten, auch wenn einige anmerkten, dass Kosei nur auf Stimmenfang war. Die Nachrichten gehen weiter. Oh. Gesundheit, Nanako. Ich habe Kopfweh. Nanakos Gesicht ist ganz rot. Sie hat hohes Fieber. Du musst sie ins Bett bringen. Ach, du Schande. Du hast Nanako ein Medikament gegeben und sie ins Bett gebracht. Naja, das ist die Couch, ne? Hey, Big Bro. Hey, Bruderherz. Going back home in spring? Gehst du im Frühling wieder nach Hause? It's going to be winter soon. Bald ist Winter. If it snows, wenn es schneit, können wir dann einen Schneemann bauen? We can play a lot. Wir können richtig viel spielen. Let's play all the time until spring. Spielen wir bis zum Frühling. Nanako ist eingeschlafen. Du solltest sie nachher ins Bett bringen. Ich habe den Winter in diesem Spiel noch nie erlebt. Das Kulturfest ist also zu Ende. Väterchen Frost ist im Anmarsch. Jetzt beginnt die Wintersportsaison. Eiskunstlauf ist sehr beliebt, oder? Okay, wir sind zwar im Sportunterricht, aber jetzt kommt Englisch dran. Betrachtet es als mentales Training. Worauf bezieht sich das Wort Figur in Figure Skating? Geometrische Formen, den menschlichen Körper, arithmetrische Berechnungen. Na, den menschlichen Körper. Du glaubst, die richtige Antwort gegeben zu haben. Alles andere wäre doch eigentlich Quatsch, oder? Nein, das Wort Figur in Figure Skating bezieht sich auf die Geometrie. Was? Ursprünglich mussten Eiskunstläufer vorgegebene Formen auf dem Eis laufen und wurden für ihre Präzision bewertet. Bei Figur denke ich an Actionfiguren. Eiskunstläufer sehen ja auch wie hübsche Actionfiguren aus. Deine Antwort war falsch. Uniko? Naja, also heute hast du Zeit, den Tag mit Yukiko verbringen. Später entscheiden. Ich weiß jetzt nicht genau, hat Rang 9. Ja, das will ich jetzt hier gar nicht sehen, mich hat nur der Rang interessiert. Ach komm, warum nicht? Okay, das ist gut. Ich würde gerne zu dir kommen. Yukiko kommt nach der Schule zu dir nach Hause. Uiuiui. Das ist wieder so ein Tag, wo wir nicht viel machen können. Der Unterricht ist für heute vorbei. Weil du aber keine Hinweise hast, musst du warten, bis etwas geschieht. Dir fällt ein, dass du schon mit jemandem verabredet bist. Du solltest bald aufbrechen. Ja, das meine ich. Dein Zimmer. Du hast Yukiko zu dir eingeladen. So, this is your room. Das ist also dein Zimmer. Oh, oh, entschuldige, ich wollte nicht neugierig rüberkommen. Es ist nur das erste Mal, dass ich bei einem Jungen zu Hause bin. Oh, du schläfst auf einem Futon? Ich schlafe auch auf einem Futon. Tut mir leid, ich wusste nicht, worüber ich reden sollte. Ist der Futon okay für dich? Ist das Sofa okay für dich? Ist der Boden okay für dich? Ist der Futon okay für dich? Was? Oh, du meinst zum Sitzen? Ist mir egal, alles ist okay. Überall ist es für mich okay.
Mach dir wegen mir keine Umstände. Du verbringst den Nachmittag mit Yukiko. Toll, jetzt sitzen wir ja doch auf dem Sofa. Ach ja, ich lerne immer noch fleißig. Kochen und für die Ausbildung. Ich will zwar doch in Inaba bleiben, aber ich dachte mir, es kann ja nicht schaden, weiterzulernen. Ich bin froh, dass ich es rechtzeitig eingesehen habe. Ich hätte es sicher bereut, ganz alleine in die Stadt zu ziehen. Ich wollte komplett auf mich allein gestellt sein. Aber das war wohl nur aus purer Eitelkeit. Hier habe ich das Gasthaus, meine Familie, all unsere Mitarbeiter. All diese Menschen haben mich liebevoll aufgezogen und geprägt. Sie haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Also geht mein Leben auch sie etwas an. Und deswegen werde ich bleiben, weil ich es so entschieden habe. Das ist gut. Hast du dir das auch gut überlegt? Viel Erfolg. Das ist gut. Yukikos starker Wille hat ihr geholfen, ihre Schwächen zu überwinden. Die wahre Kraft ihres Herzens wurde erweckt. Sehr schön. Einen weiteren Social Link gemaxt. Yukikos Persona wurde wiedergeboren. Konohana Sakuya hat sich in Amaterasu verwandelt. Das sind meine neuen Kräfte? Du hast mir diese Kraft gezeigt. Und ich werde sie in Ehren halten. Ich habe auch etwas für dich. Schreinamulett erhalten. Das ist ein Glücksbringer aus dem Schrein. Er soll dich beschützen. Beschütze du mich stattdessen. Wollen wir das nehmen? Das würde ich ja, aber... Yukiko lächelt traurig. Ich bleibe hier. Der Glücksbringer wird dich an meiner Stelle beschützen. Oh, das ist schon irgendwo traurig, ne? Man hat hier so viele Freunde gefunden, vor allen Dingen auch gute Freunde, und man muss im Frühling wieder gehen. Auf diese Weise werden wir immer verbunden sein. Oh, die drückt aber richtig auf die Tränendrüse gerade. Yukikos Stimme zittert. Ich liebe dich. Du kannst Yukikos reine Liebe spüren. Du spürst eine enge Bindung zwischen dir und Yukiko. Gemaxt. Du bist ich und ich bin du. Du bist eine echte Bindung eingegangen. Diese echten Bindungen öffnen deine Augen für die Wahrheit. Wir verleihen dir die Macht zur Erschaffung von Skatach, der ultimativen Form des Arcanas Hohepriesterin. Der Social Link Yukiko Amagi hat seine maximale Stufe erreicht. Du hast den Social Link Yukiko Amagi gemeistert. Deine Macht Personas des Arcanas Hohepriesterin zu erschaffen hat ihr Maximum erreicht. Unikonoka hat eine Bindung geknüpft, die nicht gelöst werden kann. Du hast den Social Link Hohepriesterin gemeistert und kannst jetzt Skatach Mentor fusionieren. Die Entwicklung von Yukiko in Herzensding beeinflusst auch ihre Persona. Eis vermeiden. Eis ist ja ihre Schwäche. Verdreifacht Ausweichrate gegen Eisangriffe. Tja, da müssen wir jetzt irgendwas... Wir machen den Feuerboost weg. Ja. Guck doch nicht so. Darf ich es noch einmal sagen? Das ist aber auch eine Süße, ne? Du verbringst schöne Stunden mit Yukiko. Als es dunkel wird, bringst du Yukiko nach Hause. Oh, you're home.
Ja, Nanako, ich bin wieder da. Ich war einkaufen, der Kühlschrank ist voller Essen. Geht's dir wieder besser? Mein Kopf tut ein bisschen weh, aber mir geht's gut. Okay. Hoffen wir mal. So, wir werden jetzt mal speichern. Und dann gucken wir mal in den Kühlschrank rein. Du hast den Kühlschrank geöffnet. Da ist jede Menge Essen drin. Du könntest etwas für morgen kochen. Ja, wollen wir. Mal schauen, ob wir es hinbekommen. Wunderbar. Du hast die Zutaten für California Rolls. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Du beschließt, California Rolls zuzubereiten. So, du beschließt zuerst, Sushi-Reis zuzubereiten. Was ist der Trick, wenn man Essig mit Reis vermischt? Gleichzeitig mischen und abkühlen lassen. Erst mischen, dann abkühlen lassen. Mischen, dann ab in den Kühlschrank. Oh Gott. Essig mit Reis. Also ich würde es erst mischen und dann abkühlen lassen, oder? Ich weiß nicht, ob es richtig ist, wenn man es mischt und dann in den Kühlschrank stellt. Das wird 100 pro wieder falsch sein. Wir haben drei Antworten, eine Chance von 33%, das Richtige zu treffen. Und ich wette, es wird wieder falsch sein. Ich nehme erst mischen, dann abkühlen lassen. Der Reisessig sondert ein widerliches Aroma ab. Na toll. Das sieht ungenießbar aus. Du entsorgst es lieber. Schön. Vielleicht wäre Kühlschrank die richtige Wahl gewesen. Oh, Senpai, guten Morgen. Die letzte Woche war echt super. Erst das Kulturfest und dann noch die Pyjama-Party mit allen. Ich war richtig glücklich. Ich dachte, sowas erlebe ich nie wieder. Oh, hast du den Wetterbericht gesehen? Anscheinend wird das Wetter zum Wochenende hin ziemlich übel. Wir sollten den Midnight-Channel im Auge behalten. Es hat lange nicht geregnet. Deswegen war er nicht zu sehen. Vielleicht blüht uns eine Überraschung. Seien wir vorsichtig. Ja. Die Stadt glaubt anscheinend, dass der Fall gelöst ist. Aber der wahre Killer läuft noch frei rum. Der Unterricht ist für heute vorbei. Weil du aber keine Hinweise hast, musst du warten, bis etwas geschieht. So, alles klärchen. Dann werden wir auch hier jetzt erstmal den Safe-Spot nutzen. Und wir schauen mal, was wir heute machen können. Hier ist erstmal keiner. Der Rätselkönig könnte wieder ein neues Rätsel für uns parat haben. Nee, hat er noch nicht. Okay. Oh, du bist echt ein Logikfanatiker. Brauchst schon wieder Gehirnakrobatik. Was? Leider geht heute nichts mehr. Wenn ich nicht ordentlich büffle, kommt das Dicke. In anderen Worten, sollte ich mir einen Plan B zur Uni besorgen. Es kann natürlich auch sein, dass er keine Rätsel mehr parat hat. Hier ist auch keiner. So. Was sagt unser Schuhfach? Da ist etwas drin. Da ist ein Zettel, auf dem steht, das habe ich in Hauswirtschaft gemacht. Schönen Gruß. Segaki-Reis erhalten. Du bist durch deine Prüfungsergebnisse anscheinend beliebter geworden. Okay. So, ja, wir werden die Schule mal verlassen und gehen ins Shoppingviertel. Schauen wir mal, ob es neue Bücher gibt. Ein neues Buch ist eingetroffen. Die letzte Lektion. Der gemobbte Lehrer zieht einen Schlussstrich. Willst du es kaufen? Steigert Verständnis. Weltklasse-Käfer. Lies dies, um noch mehr Käfer fangen zu können. Wir kaufen natürlich beide Bücher. Und wo wir gerade beim Thema Käfer fangen sind, wenn jetzt hier nichts weiter zu tun ist, würde ich das noch schnell machen. Irgendein Politiker war hier und hat einen Grundschüler einen Preis verliehen. Ich glaube, er ist auf Stimmenfang, aber die ganze Stadt redet davon. Die Menschen hier haben echt immer was zum Tratschen, oder? Genau wie man es in so einem Kaff erwartet. Kaff. Oh, da haben wir noch eine Quest. Opi, was möchtest du denn? Der Nebel ist schlimmer geworden, oder? Man spürt fast, wie er dichter wird. Manche Leute haben sich Gasmasken gekauft, andere sind aus der Stadt geflohen. Wie konnte es so weit kommen? Es ist einfach schändlich. Er redet wohl weiter. Was willst du machen? Höflich zuhören.
Menschen können einem Angst machen, oder? Wenn sie was gefunden haben, was ihnen gefällt, wollen sie immer mehr. Du bist ungeheuer freundlich, Junge. Ich glaube, ich verstehe dich, aber ich will in die beste Sauna, die es jemals gab. Und das könnte ich auch, wenn ich Edelkohle hätte. Jungspund, bringst du mir welche? Klar, Opi. Wirklich? Ganz ehrlich? Bist du nicht zu beschäftigt mit der Schule und dem ganzen Kram? Ach nein, vergiss es. Danke, Junge, ich freue mich drauf. Edelkohle bekommen wir bestimmt aus Kanjis Dungeon. So, was ist denn hier heute los? Versammlung? Das ist das Hauptgebäude des Schreins. Was willst du tun? Den Emma-Wunsch annehmen. Da du gerade alleine hier bist, hast du nach dem Fuchs gerufen. Der Fuchs hat dir ein Emma mit einem Wunsch gebracht, die Handschrift eines Mannes. Mein Leben hat keinen Sinn, ich will wieder Freude im Leben. Anscheinend will der Fuchs, dass du den Wunsch erfüllst, der für ihn auf das Emma geschrieben wurde. Wahrscheinlich gibt es mehr Spenden in der Münzbox, wenn die Wünsche erfüllt werden. Wenn du den Wunsch auf dem Emma erfüllst, wird deine Beziehung zum Fuchs vielleicht stärker. Auftrag annehmen, ja. Sinnsuche. Fieb, der Fuchs freut sich. Okay. So. Die Luft ist hier feucht, weil es schattig ist. Insekten fangen. Haben wir schon Weilchen nicht mehr gemacht? Käfer haben sich um den Baum versammelt. Du hast das Netz mit perfektem Timing geschwungen. Wie viele Käfer hast du gefangen? Tatsuhime Marienkäfer, Yasuo Heuschrecke, Mayu Grille, Daimyo Grashüpfer. Ja, ist doch okay. So. Shoppingviertel verlassen. Schauen wir auch mal bei der Flussaue wieder vorbei. Da waren wir auch schon eine Weile nicht mehr. Ich habe hier noch so einige Quests am Laufen, wie ich sehe. Gestreiftes Kätzchen. Die Katze hat immer noch Hunger. Vielleicht solltest du ihr was zu fressen geben. Inaba Forelle, ja. Du gibst der Katze etwas zu fressen. Die Katze ist froh. Du kannst sie nächstes Mal wieder füttern. Das ist auch so nimmer satt, ne? Wer bist du denn? Es soll einen begabten Grundschüler geben. Die ganze Stadt redet davon. Ich weiß aber nicht genau, was so toll an ihm ist. Würde mich wirklich interessieren. Weißt du irgendwas darüber? Ja, weiß ich. Tut mir leid, ich dachte, die Gerüchte würden mich ablenken, aber... Ach, Naoto-san. Die Flussaue verlassen, ja. So. Dann werden wir mal nach Hause. Du bist zu Hause. Du kannst heute als Hausmeister im Krankenhaus arbeiten. Sehr schön. Erstmal werden wir das Gemüse ernten. Das sieht gut aus. Im Ernst, eine stattliche Ernte. Das Gemüse ist bereit. Ernten wir es, Bruderherz. Gutes Gemüse. Siehst du, harte Arbeit zahlt sich aus. Lass uns das bald wieder machen. Wir haben zweimal Knackweizen bekommen. Und ich würde sagen, den setzen wir nochmal an. Oder bauen wir nochmal an. So. Setzlinge anpflanzen. Hm, ich weiß, es ist schon eine Weile her, dass du sowas gemacht hast, ja. Dabei hilft er uns jedes Mal, ne? So. Dann speichern wir. Ich werde die Folge an dieser Stelle beenden. Und in der nächsten Episode arbeiten wir dann als Krankenhausmeister. Und da hoffe ich, dass wir da den Rang gesteigert bekommen. Bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.